Oh mein Gott, hört ihr die Schüsse? Sie fallen hier mal wieder. Bei Daisy. Oh, Backe, wir husten uns hier gerade aus und schon wieder der nächste Fall. An dem Turm. Direkt an dem Turm unten. Okay. Bei dir? Jetzt läuft er um die Fabrik. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Bei dir an der Fabrik. Tommy, du musst ihn sehen. Direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Hör mir zu. Bei dir. Ja, da. Da. Bei dir, Benny. Irgendwo da. Bei dir an der Fabrik. Genau. An dem Fabrikturm da, Dennis. Ist der bewaffnet? Ja, der ist bewaffnet. Vorsicht. Bin auf dem Weg. Dennis, ich komm mit dir mit. Der ist komplett ausgerüstet. Okay. Ich geh mal auf das große. Curry, wo bist du? Vielleicht. Ich bin hier vorne an der Mauer, direkt vom Gebäude raus rechts. Kann ich das machen? Ja. Welchen Turm meinst du, Benny? Bei dir an der Fabrik? Oder wird geschossen? Oh, der hat den, ich unten durch das Ding durch kaputt geschossen schon wieder. Ey. Ah, der steht da oben auf dem Dach. Ist oben auf dem Dach. Benny an der Wand, Benny an der Wand, Benny an der Kann Wand. Kann sein, dass ich ihn gleich sehe. Benny an der Wand, Benny bleib an der Wand, bleib an der Wand liegen. Ist der auf dem Dach oder wo? Ja. Ich sehe den von hier auf dem Dach. Das ist keiner von euch. Ich liege auf dem Dach. Er hat einen roten Rucksack. Er hat einen roten Rucksack. Ja. Du musst nur schießen. Du musst ehrlich schießen, wenn du sicher bist. Ansonsten warte mal, bis hier die Treppe von Benny. Ich bin auf dem Vordach. Ja, okay, weiß. Du bist das auf dem Vordach. Alles klar. Der Typ ist aber oben auf dem Dach. Hört ganz kurz zu, Leute. Ganz kurz, ganz ruhig. Der Typ ist oben auf dem Dach. Ja, der kann da nicht weg. Warte mal, der hat jemanden Den Tommy hat der doch abgeknallt. Ja, der kann ja nicht weg. Zombie. Das ist fuck. Soll ich den abknallen, den Zombie? Ja. Kann der. Ich glaube, der kann auch auf der anderen Seite runter, oder? Ja, der kam von hinten irgendwo hoch. Hinter dem Haus scheint noch eine Leiter zu sein, die aufs Dach führt. Einer muss mal hier auf das Gelände kommen. Ich bin auf dem Weg. Du durch? Ich bin am Bluten. Warte, bei sowas musst du schneller sein. Nicht Fragen machen. Wenn man auf dem Turm liegt auch, glaube ich, einer. Ja, hey, Leute. Tommy. Das ist. Okay, pass auf, Tommy, wo bist du gespawnt? Kann ich noch nicht so genau sagen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, wir sichern möglichst ein paar Sachen. Aber hier liegt auch noch eine M4 rum. Ich glaube, ich bin direkt unter Berettino gespawnt. Du's doch diese scheiß Kacke, Alter. Ja, das habe ich auch. Das nervt so gerade. Ich bin am Bluten und kann nichts machen. Boah, das hatte ich eben auch. Ich musste voll viel vor allem hier reinfegen. Wo bist du denn? Hier ist wieder ein Newbie. Benny, gib mal den Ton an wieder. Komm. Ja, Jungs, da kommt jetzt einer mit einem Baseballschläger auch hier lang gelaufen. Der kommt zu euch. Da, der geht gerade die Leiter runter, Leute. Wo? Okay, ich sehe nicht. Da, wo er gerade hochgegangen ist. Ich komme zu euch gelaufen. Ja, er nimmt die scheiß Waffe nicht. Schieß den ab. Ist das der am Tor? Nee. Unten am Tor kommt ein Newbie auf euch zu. Was? Newbie kommt auf euch zu. Achtung. Was ist mit dem Typ mit dem roten Rucksack? Ich sehe ihn immer noch nicht. Der ist gerade die Leiter runtergegangen. Schuss, ich... Zombie, ja, gesehen. Ich lauf mal, ich versuche immer. Ich die Waffe nicht. Achtung, ich geh mal an die Kante hier, nicht wundern. Sind das zwei Noobies? Mir nicht ja, scheiß bitte. Auf die, bekämpfen sich gegenseitig. Wir müssen den Typ mit dem roten Rucksack jetzt kriegen. Ich lauf gerade ums Gebiet herum. Ja, ich baller die lieber weg. Ich schieß die auch ab. Sorry, gib mir Deckung. Bitte. Einer ist down. Und da ist die Tanke explodiert, Alter. Tolle Kugel. Vorsicht nicht, dass du mich triffst. Ja. Noch ein Noobie. Einer haben wir erwischt. Ja, das absolute hier. Chaos wieder bei uns hier, Leute. Ja. Der andere liegt aber dabei. Also Benny, gib den Ton an. Komm, jetzt Benny redet. Ja. Was ist das mit dem grünen Wir sind an der Mauer. Lagebesprechung, wir sind an der Mauer, Benny. Ich brauche mindestens eine Person hier bei mir. Ich kann nichts machen. Wo genau bist du? Ich komme zu dir hin, Benny. Immer noch an der Fabrik mit dem Schornstein. Okay, wo genau da? Auf dem Vordach, das zur Straße zeigt. Da kommt einer die Leiter hoch. Alles klar, ich sehe dich. Ich habe dich schon im Visier. Pass auf, ich sehe hinter dir keinen Gegner, Benny. Wer soll weggehen? Wer ist das? Ich muss halt mal ein bisschen den Rücken im Auge gerade. Patrick, ja? Okay, Benny, ich sehe den Gegner. Benny, ich sehe den Gegner. Wo? Er ist oben auf dem Dach. Er liegt. Okay. Er zielt genau auf mich. Den kannst du nicht holen. Jetzt müsste der Benny die Leiter hochgehen. Ist das der Tommy da oder wer ist da an der Leiter? Sag mal bitte kurz, sei mal bitte kurz. Sorry. Kann er nicht hoch. Kurz ruhig. Der zielt genau auf mich. Wenn ich jetzt hochgehe, habe ich einen Headshot. Ja, aber einer kann auch an dem Turm hochklettern. Wenn jetzt einer hochklettert, der könnte ihn sofort holen. Durch den Newbie mal erschießen da. Nicht schießen. Dem Vordach. Ah, ja, der zieht Nubi genau auf mich. Der zieht genau auf mich. Ich kann nicht hoch. Da ist auch der Vogel. Der ist direkt über dem am Schweben. Seht ihr das? Ja. Aber genau, ich bin hier auf dem Vordach, ne? Geht ja, das wissen wir. Da ist aber noch jemand neben dir am Vordach, oder? Ja, das ist ein Nubi. Okay, das ist der eine, der zu uns gehört schon die ganze Zeit, oder wie? Weiß es nicht. Der hat mit mir geredet und meint... Hat der ist das eine Frau mit braunem T-Shirt? Nee, blaues T-Shirt. Okay, dann kenne ich den nicht. Leute, wir müssen mal ganz kurz planen, wie wir den Typen auf dem Dach jetzt töten können. Genau. Der liegt auf der Ecke. Alter, du müsstest den einfach wegholen können jetzt. Und wir müssen natürlich zwischendurch immer mal wieder nach hinten gucken, Patrick, ne? Ja, ich bin dabei. Warum könnt ihr nicht auf den Schieß? Schüsse. Okay, er bewegt sich. Stopp. Ich habe keine Muni mehr, Leute. Er bewegt sich. Ruhig.
Ja, ich habe ja gerade auf ihn geschossen. Ja, er robbt nach hinten. Ich habe ihn genau im Blickfeld. Ey, er kann die Waffe fallen lassen. Aber das kostet uns zu viel Zeit, die Umgebung ist zu heiß. Ist ehrlich? Benny, du musst sagen, was wir tun. Kann so. Niemand aus der Ferne auf ihn schießen? Also ich krieg den nicht ins Visier. Ich sehe den nicht genau, mal. Aber ich sehe den auch nicht. Wenn ich mich jetzt bewege, jemand müsste den ablenken, dann könnte ich den sofort wegholen. Ich muss nur die Leiter hoch. Warte, ich schieß mal einfach von hier. Vorsicht. Nee, das bringt nichts, das kannst du vergessen. Ich habe eine Idee, Warte mal kurz. Der schießt auch, oder? Nee, das war ich gerade, ich habe zwei Schüsse abgefeuert. Ich habe eine M4, aber ich habe eine Idee. Ich kann, wahrscheinlich hier den Tower hoch. Ja, den Tower, geh den Tower hoch. Steck mal hier ein bisschen. Denk den ab. Alles klar. Vorsicht. Gibt auch noch einen anderen Tower, ne? Der andere Tower, der weiter weg ist, da könnte man auch hochgehen. Sagen wir, wie lange bleiben die Leichen hier eigentlich? Ich hab's gleich, Leute. Okay, er steht auf, er ist aufgestanden. Was macht er denn? Okay. Vorsicht, du hast keine Waffe in der Hand. Leute, ich bin auch wieder da. Alter, der Dennis. Der Dennis schießt drauf. Der hat Überglück gehabt. Alter, wie krass das aussieht, wie du auf dem Dach rumballerst. Ich hab ihn, er ist tot. Nee. Jetzt, Headshot. Ist tot. Ist tot, doch, ist er tot. Liegt immer noch. Er ist tot. Sehr gut. Jetzt ist er tot. Ich hab ihn, der war gerade schon tot. Vielleicht schaff ich's noch zu meiner Leiche. Okay. Newbie. Und Dennis, siehst du mich von hier? Achso, das bist du, ne? Warte, es sind zwei. Vorsicht. Oder, wer ist da noch? Grünes Shirt an, Kletter jetzt. Alter, ist einer von euch auf dem Dach? Chaotisch. Ja, die sind auf dem Dach. Ah, wer schießt auf mich? Ach, du bist das. Okay, Alter, bist du bescheuert? Ey, da kommt noch einer hochgeklettert. Braunes T-Shirt, das ist Tommy. Ich bin das. Okay, Benny, loote die Sachen. Die ist noch da, jawohl. Ja, deine Leiche liegt noch da. Schnapp dir ein Zeug, was noch geht, und dann hauen wir hier langsam mal ab, Leute. Hier wird's echt langsam zu heiß. Benny, leg dich hin. Geht nicht. Scheiße. Krasser Scheiß, Mann. Alter, wie heftig krasser das ist. Krasser Scheiß. Ich würde ja eigentlich gerne mal gucken, ob die vielleicht noch ein paar Fashion-Klamotten dabei haben. Dann krieg ich wieder auf den Sack von euch. Ja, oh, mach mal. Hallo, Banana, Bandana hatte der sogar an, ey, in Gedenken an diesen Kerl. Magazine ohne Ende. Pack ein, was geht. Ich habe Container im Notfall. Wir können noch ein bisschen mehr wegpacken. Ja, der hat echt mega Essen, Munition. Essen und alles. Immer boah, alles. Da war gerade ein Schuss. Runter hier, Benny, runter. Kann mich immer noch nicht hinlegen, verdammt. Ey, wir stehen hier nicht so gut, Leute. Das geht nicht mehr, wenn man die Fäuste oben hat. Gut, war das ein Schuss oder war das die Tanke? Das war ein Schuss. Benny, runter hier. Benny, scheiß drauf, komm. Warum? Patrick, wir gehen zurück ins Haus besser, oder? Ich glaube auch. Wir sind jetzt so unsicher. Komm, geh du vor, ich gebe dir Deckung hier gerade von der Schienenseite. Und dann gibst du mir Deckung, wenn du in der Tür stehst. Benny, du bist noch auf dem Dach oben. Okay. Ja. Okay. Gute, weil ich habe ihn jetzt direkt hier rein, dann kommst du direkt hinterher. Wer ist da noch auf dem Dach? Komm rein. Ich versuche hier runterzukommen, ich finde die Leiter aber nicht. Puh. Boah. Okay, hier können wir ein bisschen durchs Fenster starren. Kann man das vielleicht noch so ein bisschen ausmachen? Boah, der hat hier ja so viel. Habt ihr ein bisschen was eingesackt? Ja. Sehr gut. Ich hab ihn direkt einen Headshot verpasst von gegenüber. Alter, sehr gut, Curry, ey. Ohne Scheiß, sehr gut. Ich hab den auch 10-mal abgeknallt. Also, der hat sich hingesetzt einmal. Ja, der wäre ohnehin tot gewesen. Ja, der Dennis war so geil, dass er ohne Waffe. Ja, ich hab die Waffe ja gezogen, aber kennst du ja, er glitscht dann wieder rum und alles. So, wo ist jetzt der Sarazar und so? Ich bin im Haus wieder, wo wir angekommen sind. Wir sind ja gerade treffen wir uns da und dann brettern wir durch. Kommt hier alle hin. Boah! Ey, Alter! Okay, wir müssen jetzt weiter zum Airfield. Da, wo wir eben auch drin waren. Dieses scheiß Tankstelle, ey. Dieses, wo die Leichen vorliegen, alle, weißt du? Genau, hier. Nicht erschrecken, ich hab wieder meinen lila Rucksack. Wer rennt da? Da rennt einer an den Schienen entlang. Nee, wer war das? Mit dem Blau. Das sind wir beide. Okay, kommt ins Haus. Ja, sind gleich da. Ja, Leute, wir können am besten einfach direkt weiter, weil es ist so laggy. Ey, wie lange die Leute sind alle da? Sind alle da? Vorsicht, nicht mehr durchglitschen. Nee, komm, wir laufen, Leute. Okay, der Benny muss. Wenn man die Leiter gefunden hat. Bin ich. So. Warte mal, ich könnte mir eigentlich noch eine Hose mitnehmen, oder? Ach, kann man gar nicht. Doch, Black Hoodie. Ah, der ist auch ruined. Ach, fuck, das ist auch kaputt. Boah, ich will Leichen, nehme ich das ist alles kaputt. Ja, bei mir ist auch alles kaputt. Ich schmeiß mal alles hier rein. Habe ich jetzt einen Hoodie an, Black? Oder kann man den nicht anziehen? Hast du die Waffe genommen? Alter, guck mal meinen Körper an. Ich komm rein ins Haus. Alter, du hast keine Schulter mehr. Ja, ich bin gegangen. Geh nie mehr weg. Egal. Auch jetzt die Waffe. Alter, ich bin voll der Unsichtbare. Nee, ich bräuchte nur Muni für die Mosin. Mosin? Ja. Muss V was drücken, dann geht das wieder weg. Ich hätte noch ein bisschen Muni für dich. 10 Schuss. Die Mosin oh, ist der ist ruined. Ich kann den nicht 7, patchen. 7,62 mal 5. Hat jemand was zu essen?
Hatte ich wo dem seid Curry ihr gerade? Gegeben. Ja, ich bräuchte auch was zu essen. Wo seid ihr? Ich habe ein bisschen was gesammelt. Aber der Tommy, Haus. Jetzt lass erstmal mit Benny kurz warten. Welches Haus? Der Bahnhof? Wo der Waller vorhin gestorben ist. Ja, der Bahnhof. Nee, nicht der Bahnhof, sondern das da, Haus. Da liegt eine Leiche davor, die blutet noch. Oder? Da liegt ewig viele Leichen liegen davor. Guck dir mal hier das Durcheinander an, was hier rumliegt. Das ist schon heftig. Okay, ich komme rein. Alles kaputt. Braucht das einer Mosin-Muni? Und denkt sich, geil, ich brauche. Alles ist im Arsch. Wo bist du denn? Wer ist das? Ja. Snoopy. Erschießen. Erschießt den Nubi, Leute. Nicht hier drin schießen, nicht hier drin schießen. Boah, der ist schon, war schon an den Waffen. Der will meine Waffe aufnehmen. Alter, pass doch mal auf. Ich hab neben wir können dir nicht schießen. Sorge. Alter, dann lass es sein gleich, oder wir schießen dich. Ja, ich will mich den töten. Okay. Der Arm. Achtung, oh, Achtung. Mann, ey. Ist tot, ist tot. Achtung. Ja, Headshot. Ihr müsst aufpassen. Ich hab daneben geschossen. Ich hab den Headshot verpasst, ganz knallhart. Sorry, boah, aber... Boah, der Server ist so ekelhaft. Der ist so übertrieben, Alter. Guck mal, immer noch mega voll. Wir sollten jetzt hier abhauen. Ich kann meine Waffe nicht wechseln. Ja, die Tankstelle wer braucht die M4, die da liegt noch? Ja, das meine ich, die muss ich gerade wieder aufnehmen, aber das geht gerade nicht, weil kannst ich meine alles vergessen, was hier liegt. Alter, ist alles so ruiniert. Das ist nur mein Zeug hauptsächlich teilweise. Also natürlich nicht alles, aber vieles. Aber ich konnte nichts aufheben. Wie konnte ich denn? Nehmen die Waffe. Wer hat das Visier genommen, Leute? Ich nicht. Da hat gerade jemand das Visier davon weggenommen. Ich hab's nicht. Wovon? Der hat hier die M4 geloot und der hat... Die M4 hat kein Visier mehr jetzt. Ich hab's auch nicht jetzt genommen. Achso, auch nicht. Der hat irgendwie nur alles einzeln aufgenommen gerade. Oh wer, so komisch. Wer ist denn hier eigentlich gerade noch bei uns? Wir sind noch zu fünft, oder? Eigentlich. 1, 2, 3, ne, wir sind 6. Ja, ne? Ja, ne? Eigentlich sind wir 6. Ja, nein, ich meine. Aber wir sind noch 6. 3? Ja, wir sind 6. 6. Okay. Ja. Könnte mal was in unsere Kiste tun. Eine Taschenlampe zum Beispiel kann ich da auch reinziehen. Geil ist, jetzt können wir das Airfield gleich übelst absichern. Ja doch, passt alles. Alter, wir sind echt ziemlich... Du weißt ja nicht, was hier noch passiert. Ja, das weißt du nicht. Guck mal, wir gehen ja jetzt gleich hier weg, oder? Ja, ich hoffe. Das Airfield ist ja jetzt gleich hier um die Ecke. Okay, ja, Freunde. Lass mal losziehen jetzt, komm. Ja, los geht's. Ja, ab geht's. Ja, ab geht's. Okay. Gibt's einen Hinterausgang? Ich habe keine Arme mehr, aber was soll's. Ich kämpfe ohne. Was sind das für Magazine? Warte mal, die auf dem Boden liegen. Die sind schon leer. Aber nee, die sind nicht leer. Das sind nur 16 Schuss teilweise. Schuss. Na komm, ist jetzt egal. Nee, ich brauch die. Ich hab keine Munition, Jungs. Ich hab noch genug. Ich hab echt noch genug. Okay, warte, ich hab die jetzt trotzdem. Was für die Mosin? Was? Ich hab weil wir verlassen dich gerade alle, ne? Ja, das ist nicht cool. Warte doch noch kurz. Was heißt I feel light-hated? Light-hated? Ich glaub, du hast, dir schwindelig oder so. Egal, ich tu das jetzt hier rein und dann geh ich. Komm, weiter geht's. Wo cool, seid ihr? Ich glaube, der Tommy hat auch noch. Also hier hinterher. Ja, ich bin mit dem Paddy hier. Aber so, nicht gleich... mehr viel Schuss, nur noch so 2, 3. Ja, ich hab noch hier 2, 4. Ich hab noch 55 habe ich noch, also in Reserve. Ja, das Mosin? Ja. Ja, ich hab dir doch ganz viel auch gegeben, ne? Ja, genau. Super. Wirfst du mal was rüber? Jungs, hier rüber, links ja, zu den Bäumen. So, warte, ich werf dir eben was hin. Ich hab den Mundschuss gehört, wenn ich mir nicht. Zack. Ah, da seid ihr. Muss ich mal eben gucken, es dauert glaube ich ein bisschen bisher. Da ist er. Ist schon da. Ah, hier, okay. Perfekt. Reicht das erstmal? Wir stehen alle hier so offen, wir müssen. Ja, komm, weiter. Ja, wir haben hier nur eben geht's. Offen. Walle gewartet. Der Hochsitz ist safe, oder? Ja. Ja. Okay, wir Alter einlaufen? Schwede. Lauft einfach. Du bist der Chef, Benny. Du bist der Wanderführer. Okay. Ja, machen wir so, oder? Einfach okay, laufen. Querfeld ein. Egal. Alter, was für eine Action das war bisher wieder. Die ganze Zeit, die ganzen letzten Folgen, ey, ich komme kaum aus dem Adrenalinflow raus. Ist echt Hammer, oder? Ja. Echt krass. Ja, und da probiere ich immer ruhig zu bleiben. Ja, was jetzt alles dabei war, muss man mal überlegen. Wir sind gestorben, Sachen alle weg, Sachen wieder, dann festgenommen und dann... Kennst du den Weg zum Airport? Ja. Ja, ich kenne den Weg. Okay. Also... Ich bin da heute schon viermal hingelaufen. Weiß nicht, wenn wir so in der Richtung einfach immer geradeaus laufen. Also ich gehe immer den Gleisen hinterher bis zum Heli da hinten und dann links den Bach entlang, aber so geht das auch. Ja, das ist aber ein Umweg. Ich verlaufe mich sonst immer. Ich glaube, wenn wir so weiterlaufen, kommen wir genau auf dem Sniperberg da. Ja, wir kommen auf jeden Fall auf den Weg. Ja. Der dann ich will gar nicht wissen, was da los ist. Wobei, ja, der Server ist ein bisschen leerer jetzt geworden. Ja, das Geile ist, wir haben jetzt zwei Typen ja, mit Mosin und Longsword. Um zwei Leute oder so. Und guck mal, wer da ist. Was denn? Bandana-Zar. Der muss ja auch... Interessant. Es tut mir dann leid, wenn die Leute weg waren. Hirn, ja. Ja. Bisschen hören brauchen wir. Pack mal kurz die Waffe weg, um mich ein bisschen aufzuholen an euch.
Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich ein bisschen verlagert hinten bleibe. Wo seid ihr denn gerade genau? Ich glaube, ich hab euch verloren. Wir rennen gerade mitten über dieses Feld. Von einem Wald zum nächsten sind wir jetzt gelaufen. Wartet mal auf den Tommy lieber. Ja, wir sind jetzt im zweiten Wald. Siehst du den zweiten Wald? Ich laufe gerade in der Wiese rüber, müsste ich. Hä? Wo bist du? Nein, wir sehen dich nicht. Entweder bist du immer weitergelaufen, dann bist du weiter als wir vielleicht. Hä? Nee, ich guck mich jetzt schon ein bisschen länger um, wo ihr seid. Das ist eine geile Antwort. Oh, das ist ein Hase. Ja. Siehst du noch die Straße? Nee. Das ist schlecht. Ja. Wir sind ziemlich nah am Weg. Du bist, glaube ich, ein bisschen zu weit nach innen gelaufen. Jetzt. Lauf wieder runter, bis du die Straße siehst. Ja, mach ich. Trinke kurz was. Ach, die ist completely ruined. Na toll, ey. Alles im Arsch. Ah, dann ein Bierchen. Das muss noch gehen. Badly damaged, aber geht noch. Eine Dose, die hält einiges. Aber der Schraubenzieher, der ging eben wirklich noch. Ja, der geht für Öffnen, geht der noch. Ja. Deswegen ist so nice. Schnapp dir das Ding. Ich habe eh noch einen Can-Opener für Notfälle. Damit ihr Bescheid wisst. Okay, geht's jetzt weiter oder was? Hoch. Also ihr seid weiter an der Straße Richtung Schiff, meinst du? Wir sind in dem zweiten Waldstück. Also, wenn man aber von Berlusconi kommt. Ja. Ja. Gibt so zwei in sich abgeschlossene Waldstücke. Wir sind im zweiten. Tommy verloren. Aber total, ey. Lost in Space. Ich seh euch. Du siehst ja. Uns? Ja. Ja, wenigstens eine gute Nachricht an diesem Tage. Ja, dann können wir wieder weiterlaufen. Das ist richtig, Toto. Bahari. Alter Schwede. Hier, was für ein krasser Scheiß. So, jetzt sind wir aber alle zusammen, oder? Ja, wir sind alle zusammen, oder? Sechs sind wir, Benny, sechs. Ja, ich habe mich nicht mitgezählt. Trotzdem fehlt einer. Ja, ich bin ja noch ein bisschen hinter euch. Okay, ja, lass uns mal kurz warten. Ja. Ja. Auf unseren die Hand, Tommy DeAngelo. Die Hand Reisegruppe hier. Ah, wir sind aber eigentlich eine coole Truppe. Zwar nicht mehr so cool wie früher mal. Ja, das sah mal deutlich besser aus. Mittlerweile sind wir ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen. Der Einzige, der noch richtig cool aussieht, ist der Benny, dessen Charakter irgendwie unsterblich ist. Wirklich, ja, von den Waffen her, von den Waffen her ist eigentlich super. Ja, von den Waffen her sind wir richtig dick ausgerüstet, muss man einfach mal sagen. Ey, meine Knarre, meine M4 ist ein Traum. Warte, ich schieß mal auf den Typen, der da kommt. Alter, du hast dir dieses Girly-T-Shirt ange... Ach nee, du hast dir die Presseweste, ich dachte gerade. Okay, weiter geht's. Der Rucksack. Ja, Alter, deswegen dachte ich so. Gib nur das Girly-Shirt. Der Tommy Gay Angelo. Oh Mann. Wir finden schon noch was für dich. Aber ein Ruined-Rucksack geht ja trotzdem noch. Deswegen ist eigentlich völlig wurscht, ob der ruined ist oder nicht. Der sieht sogar fast cooler aus, so ein bisschen abgenutzt. Bennys ist auch ganz schön im Arsch, wie ich sehe. Der Used-Look. Ja, Used-Look, Alter. Hipster-Style, weißt du? Ja. Ach, krass, hast du gerade gesehen, Benny? Du bist da komischer langsamer geworden. Und das war nur eine minimale Verbiegung. Ich konnte durchrennen. Das ist echt teilweise minimale Unterschied. Ich habe gerade schon unseren Berg gesehen, wo wir hinwollen. Oh, Mann. Der Berg. Andrea Berg. Andreas Berg. Oh. Von hier aus sieht man schon die Antenne. Antenne! Ich würde jetzt mal sagen, ach, hier sind wir, aber... Nee, kann ich auch nicht sagen, doch, aber ich weiß ungefähr, wo wir sind. Aber das ist dieser eine Waldweg-Curry, oder? Das Gute ist, dass wir die Entfernung schon kennen zu den Hangern und so. Von da oben. Der Dustin hat sich einen Zettel gemacht und hat die ganzen Entfernungen draufgeschrieben. Ja, man geht schon eine Ecke, ne? Die Welt ist schon riesig. An dem Fluss, hier ist jetzt der See. Ja, es geht, wenn man durchläuft, geht das relativ schnell, also. Ja. Man kann auch übrigens über diese DayZ-Karte, wenn man genau weiß, wo man ist und wo man drauf zielt, genau sehen, wie viele Meter das sind, ne? Ja. Für alle Leute, die das mal brauchen. Das ist ein sehr guter Tipp. Hier können wir irgendwas trinken, natürlich wenn ihr nicht wollt. Oh, trinken. Ich bräuchte was zu essen. Hat noch irgendeiner was Kleines? Ja, hab super. Ich hab auch ein bisschen was noch im Notfall. Pass auf. Muss aber eher stell trinken. Mich mal hier hin und werfe ein paar Sachen. Hier ist doch ein Bach, da können wir schlürfen. Oh, das ist ein richtig klares Wasser hier. Legt er sich da rein?
Oh, ey, Alter. Ey, das war so nervig. Oh, lecker. Das ist eine krasse Nummer, ey. Nice. Weiter, komm. Kann ich auch mal die. Nee, ruhig. Essen, super. Ich freue mich ja, dass wir uns einmal hier entspannen. Ich nehme einfach mal eins. I'm completely Alter. Soaked, was auch immer das ist. Ja, du bist komplett nass. Durchnässt. Oh, geil. Hat jemand was zu essen? Hier liegt was. Auf dem Boden. Wo denn? Wo ist denn hier? Da, wo der Patrick gerade sitzt. Ah ja. Soll ich so weit gehen, dass Hydrated hellgrün ist? Oder lieber aufhören bei normal Hydrated? Hellgrün am besten. Dann trinke ich nochmal aus dem Pott. Oder wird man das einfach mit der Zeit? Nicht, dass ich jetzt gleich sick bin. Wenn du ganz viel trinkst, dann übergibst du dich auch. Ja, deswegen. Ich kann es mal ausprobieren. Nee, lieber nicht. Ich trinke nur einmal ein, das muss reichen. Aber dann nicht in den Bach rein. Wenn ich jetzt ein Gegner wäre, dann könnte ich euch so, ne? Ja. Hä, zum Glück bist du keiner. Da wäre ich mir doch nicht so sicher. Mal nachladen hier. Hat jemand noch was zu essen? Schönes 60. Ey, du hast doch noch schön M4-Muni, oder, Curry? Ja. Ich hab kannst du mir davon abdrücken, einfach nur Munition. Hat noch jemand was zu essen? Ja. Ich kann noch was hinwerfen, ja. Warte, du kannst von mir auch noch was. Ich hab hier noch so ein bisschen... Ja, dann gib ihm erstmal, dann kommt er gleich einfach zu mir. Munition. Weiß nicht, wo du bist? Ja. Warte, ich bin hier vorne. Wenn du jetzt hier den Felsen hochkommst. Hier, die Lady. Der blaue Helm. Ja, ich bin direkt vor dir, hier, da. Da müsste was liegen. Scheiße. Hier, genau da. Ah ja, ich hab's, danke dir. Jo. Sehr freundlich. Kombiniere ich erstmal und dann packe ich die hier rein. Ich habe noch Musin-Muni. Habt ihr noch ein bisschen mehr Muni? Dann habe ich wenigstens 260er wieder voll. Das ich schmeiß mal das, die ich Musin hier. Ich habe, glaube ich, zwei Munitionskisten. Ja, gib mir mal ein bisschen was. Nee, einfach nur ein bisschen Muni. So, weiß ja, ich, 60 wenn Schuss ihr gleich so, zu mir kommt, dann kann ich. Ich bin jetzt hier oben auf dem Felsen schon drauf. Warum kann ich hier nichts trinken? In Ego-Sicht. Du musst in Ego-Sicht. Das ist echt ziemlich hakelig. Aber es ist ein wunderschöner Bach. Das macht Spaß. Ich einfach mal hier. Bei diesem schönen Wetter mal ein bisschen zu baden, oder? Das sieht super aus. Badeparadies. Echt krass. Ich glaube, ich muss mal wieder hier auf die Videoeinstellung. Mann, hier ist so ein Blumen, ne? Wenn man im Wasser ist. Seht ihr das? Geht man ins Wasser? Dann wird das Bild blumiger mit der Zeit. Naja, weil du durchnässt bist vielleicht. Ach, weil das so schön erfrischend ist, dass man sich freut und einem warm unter den Bauch wird. Okay. Da oben ist schon einer an den Felsen. Bist du auf dem Berg oben? Ja, ich seh dich. Hallo. Oh, ich dachte schon. Willst du da bleiben? Das ist ja nicht der Berg. Das ist ja einfach nur ein kleiner Hügel, wo wir eh rüber müssen. Bis hin. Ihr müsst einmal hier, genau, da kommt da gleich eine Lücke, da könnt ihr vorbei. Was? Oh, drehen. Oh, es fängt an zu regnen. Ja, von wegen Sonnenschein nicht, oder? Doch. Hier, komm. Curry, bevor du abziehst, würdest du mir gerade noch ein paar Schuss geben? Das wäre genial, genau. Weil bevor wir da in eine Gefahrensituation geraten, ich habe keine Muni mehr, das ist ärgerlich. Jetzt kommt die Munitionslieferung. Gib mir nur ein bisschen Muni, einfach so einzeln. Ich gebe dir jetzt 120. Oh, das war's, dann gib mir da auch was ab. Dann gebe ich euch halt... Ja, dann gib mir 60 und ich nehme 60, Alter, das reicht. Zack. Cool, die Kohle ja, aber für die SKS, für die M4 meine ich, ne? Ja, natürlich. Schon klar. Braucht noch einer Revolver-Munition? Hier liegt sie. Danke dir. Sehr freundlich. Wir hatten jetzt die ganze Munition weggenommen. Ja, ich hab 60 genommen. Ein 60er muss noch hier liegen. Hört doch mal auf zu glitschen, bitte. Alter! Ja, ich suche ja gerade nur die Munition. Ja, die ist weg. Nee, die ist nicht weg. Die liegt hier irgendwo. Wer hat die Unchain da gedroppt? Also nur hin. Ist da unten ein Spieler von uns lang gelaufen gerade? Ja, ich bin da. Und wenn sie weg sind, dann lege ich die halt nochmal hier. Warte, ich habe noch hier 9 über gerade. Ich habe 2 Magazine voll. Komm mal her, Dennis. Ah, ich hab die. Warte mal, ich hab die. Der hat das nicht... Oh, damn. Okay. Wir durchnässen hier. Okay, komm mal ein bisschen weiter. Jo, weiter. Pudeln gerade hier so ein bisschen rum wieder. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Kann man auch mal eine Folge machen. Ey, wir hatten so viel Action die letzte Zeit, oder? Ja. Können wir mal ein bisschen schwaden, ey. Ganz ehrlich, meine Atempause tut auch ganz gut zwischendurch, so eine Folge ohne die Turbo-Action. Ja, nur wirklich, eine kleine Verschnaufspause bis zum nächsten Airfield. Oh Mann, oh Mann. Ja, ist ja die Wanderschaften dieser Folge bis zum nächsten Airfield und dann wird es wahrscheinlich wieder abgehen. Ich wette, da warten alle. Oh, der Server ist wieder fast voll. Aber diesmal sind wir echt im Vorteil, weil wir 2 Sniper haben, die dann echt alles absichern. Ja, das könnte interessant werden. Und ich muss sagen,
es lag natürlich nicht an mir unbedingt, aber wir haben uns gut geschlagen in den letzten Folgen, finde ich. Wir sind hart drauf gewesen, haben echt gut was weggeschafft. Also kann keiner mehr meckern, eigentlich. Ein bisschen natürlich noch, aber das gehört dazu. Ganz kleines bisschen. Ja, natürlich. Ich würde sagen, wir rennen jetzt noch bis zum nächsten Airfield und dann machen wir auch mal da, wenn wir da die Sicht drauf haben, ein kleines Folgenpäuschen. Ne? Was haltet ihr von der Idee? Ja, das klingt kleine Verschnaufpause. Mal wieder Zeit. Boah, macht aber auch mega Laune, ne? Muss ich vorstellen, wir haben hier wieder mitten in der Nacht, wir sind wieder richtig rum am Junken, am Suchten. Unglaublich. Aber es läuft auch heute. Heute läuft. Kann man nicht anders sagen. Viele Niederschläge und immer wieder aufgestanden. Ja. Niederschläge? Niederschläge. Ja, die waren heute irgendwie nicht so tragisch wie Niederschläge. Mit der Peitsche. Pachung, Dennis, pachung. Wie der Dennis immer nur das hört, was er hören will. Klar. Lederschläge. Immer. Lederschläge. ich habe euch... Ah ne, da vorne seid ihr lang, okay. Ich habe euch gerade ein bisschen verträumt durch den Wald gelaufen. Was ist das noch mit der Richtung? Alle verträumt durch den Wald gelaufen. Ja, wir kommen schon an. Ja, irgendwann mit Sicherheit. Wo? Ja, vielleicht landen wir auch ganz oben. Ja, wir sind gleich ganz oben am Berg, müssen gleich... Wir müssen eigentlich uns links halten jetzt, wenn ich mich nicht irre. Ja, ne? Ich habe total die Orientierung verloren. Wir kommen zu nördlich. Ja, genau, wir müssen davor... Ich glaube, wenn wir hier jetzt rüber gehen, gucken wir direkt aufs Airfield. Also früher hatte ich mal einen Kompass. Doch, ja, wir sind hier richtig. Wir gucken direkt aufs Airfield, wenn wir gleich da über den Hang laufen. Mhm. Genau, hier ist noch der Hochsitz. Hier waren wir doch letztens auch, Patrick. Was? Oh ja, dat. Patrick. Ja, den Hochsitz kennen wir auch noch. Das ist aber ewig her, als wir zum letzten Mal waren, oder Freunde? Ja, also die, ja ewig. Das krasse, jeder Busch und jeder Hochsitz hat irgendwie eine Geschichte mittlerweile. Ja, ist echt so. Jeder Baum. Sammelt sich auf jeden Fall. Jedes Klo. Jedes Klo, ja, wo man festgekettet wird. Stimmt, ah, hier genau, sind wir. Da ist die Antenne. Zur Feste können da wir auch nochmal. Boah, zur Feste können wir auch nochmal. Aber ich glaube, da geht lange nicht mehr so viel. Elektro ist irgendwie der Hotspot geworden, oder? Ja, ja gut. Wobei, die wenn AirPods da Clans unterwegs sind, dann geht auch mal in Devil's Castle was. Oder eben am nordwestlichen Airfield. Aber bei Devil's Castle gibt es zu wenig Loot, oder? Da so gibt es gar kein Loot. Ja, deswegen. Kein Loot brauchen wir eh nicht eigentlich. Loot brauchen wir, um sich anzulocken, weißt du? Ein bisschen Essen, ne? Ja, das stimmt. Ja. Kann man ja auslegen. Ja, legt ja so eine Spur dahin. Brotstückchen. Brot, so, warte mal, da vorne. Da okay, vorne da hinten sind die Hangar. Ja. Mhm. Okay. Ich würde sagen, dann legen wir hier mal kurz einen Rast ein. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir das Airfield unsicher machen. Drückt uns die Daumen, dass alles gut wird bis dahin. Ich hoffe es doch mal sehr, oder? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Bis dahin, ciao. Ciao. Tschö. Ja, wir haben den Weg halbwegs absolviert und jetzt geht es in Richtung Hangar. Die Truppe zieht weiter, die Abenteurer, die sechs, die immer mehr Glück als Verstand haben. Aber es klappt dann doch irgendwie, ob es in der nächsten Folge auch glimpflich ausgeht. Was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare, lasst es uns wissen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.